Azimi, er ist schon im letzten Jahr dabei gewesen, hat sich unter anderem in die Torschützenliste eingetragen. Beim Sieg gegen Borussia Dortmund, die Mühle ist ja mit einem 3:2 Erfolg im Vorjahr gegen die Schwarz-Gelben. Aber wieder Fehlpass, aber der Quergelicht, der kann auch gefährlich werden. Allerdings entspannt gelöst von Niklas Wienhold, den Keeper der Wolfsburger. Da sehen Sie hinter habe einen der neuen Trainer der Mühlis, Daniel Bünker. Er ersetzt Guido Meisenberg auf Lübecker Seite. Zumindest Bernd-Uwe Humbracht, der neue Trainer. Heinz Zwingmann, so die Freeway Cup-Legende. So seit Urzeiten dabei. Gibt den Staffelstab weiter. Unterstützt in diesem Jahr noch, um einfach auch seine Erfahrung nochmal einzubringen. Und ansonsten wird dann das neue Duo bestehen aus Daniel Bünker und Bernd-Uwe Humbracht, die hier schon so ein bisschen so einen neuen Zeitgeist auch eingebracht haben. Die Mannschaft will mehr Fußball spielen. Letztes Jahr noch viele, viele lange, weite Bälle immer wieder. Jetzt schon mit der Initiative haben einen höheren Ballbesitzanteil als der VfL Wolfsburg. Jetzt, wenn der mal sauber käme, dann wäre die Überzahlsituation da gewesen. Allerdings Dilja Omar mit dem Fehlpass. Aber jetzt der Ball gewinnen. So, 2 gegen 1 Überzahl. Azimi macht selber. Ich glaube, da wäre es clever gewesen, den Ball rüberzulegen. Aber alles gut. 0-0 noch. Und die Mühlis halten mehr als mit. Azimi jetzt mit einer Riesenchance. Wienhold ist da. Wolfsburg im Gegenzug. Gut verteidigt da. Und Torben Haber hat den Ball wieder. Aber sie machen das gut hier in dieser Partie. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga. Das wollen wir nicht verschweigen. 12 Spiele, 28 Punkte. 45 Treffer in 12 Spielen erzielt. Die beste Offensive der Regionalliga. Aber noch kein Tor in den ersten 5 Minuten gegen die Mühlis, die hier sicherlich einen sehr, sehr guten Start in diese Partie gewonnen haben. So, Azimi gewinnt den Ball in Zusammenarbeit mit Phil Wenske. Das ist Wenske. Jetzt die Schussmöglichkeit. Er muss schießen. Er schießt nicht. Überzahl jetzt vielleicht, wenn es schneller geht bei Wolfsburg. Weil der Mühlis-Spieler, wenn es genau am Boden liegt. Durchgeschoben. Schussversuch. Und da ist Torben Habe, der sich den ersten 10 Applaus. Nächster Aufbau für die Mühlis. Wieder habe über der Mittellinie. Schussversuch. Abpraller wäre fast da gewesen. Wienhold bekommt den Ball im Nachfassen. Und jetzt ein Wechselfehler beim VfL Wolfsburg. Es geht ja bei den Mühlis oft auch gar nicht so sehr um das Ergebnis. Es geht um die Art und Weise. Und gerade die sieht hier aber richtig ordentlich aus. Weil sie Fußball spielen wollen, weil sie Aktionen fahren, weil sie mutig sind, weil sie entschlossen sind. Und das bisher ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. So, nach dem Wechselfehler jetzt Freistoß für die Mühlis. Ja, Schussversuch mit links. Das war kein Problem für Niklas Wienhold. Durchgesteckt. Aber dann war auch Valentino Kanko wieder da. Gut aufgepasst. Ah, offene Sohle nicht gepfiffen. Franzmann sagt beide. Sagt, es geht weiter. Nächster Ballgewinn. Abschlussversuch jetzt wieder geblockt. Hat auch die Möglichkeit, vielleicht auf Laurens Westerfeld noch querzulegen. War aber sicherlich schwer da unter Bedrängnis. Da stören wir schon auf recht hohem Niveau. So, aber ganz entspannt. Langer Ball jetzt
Abgefangen. Knappe 5 noch. Weiter 0-0. Klasse behauptet er, auch körperlich stark. Ja, die sind mutig. Das sieht sehr gut aus, was sie hier fahren. Ja, jetzt ein bisschen aktiver rauf, genau. Ballgewinn wieder. Nächste Möglichkeit. Klasse quergelegt. Riesenchance. Knapp vorbeigelegt an der Bande. Große Möglichkeit hier. Es müsste Luke Rinne gewesen sein mit der Chance. Luke Rinne, Spieler im SV. Sie fiebern mit da auf der Bank. Natürlich fiebern sie mit. Wechsel. Angezeigt. Wechsel bei den Mühlis. Nächster Block nochmal drauf. Wir haben 3,5 Minuten noch auf der Uhr. Weiter Ball. Schade, wenn der Abpraller kommt, wäre es gefährlich geworden. So Tor ab vom Tor der Wolfsburger. Die Halle ist jetzt da. Die Halle unterstützt. Und die Halle will die Mühlis nochmal tragen. Zur ersten Sensation. Ein Punkt wäre eine Überraschung. Aber der Sieg ist drin. Der Sieg ist hier greifbar. Publikum jetzt auch mitgenommen. Nächster Lupferversuch, aber der Ball wurde dann nicht mehr gefährlich. 3 Minuten noch. Weiter Ball und da musste Niklas Wienold lieber hin. Klärt den Ball zur Ecke. Sobald der Ball jetzt liegt, gehen die 4 Sekunden los. Ball reingebracht, quergelegt. Schade, nächster Schussversuch, Azimi. Sie pusten durch da. Sie sind geschafft. Das ist anstrengender als alles, was sonst so ist. Die beiden linken Spieler noch quasi in Reserve, falls was passiert. Das war gut durchgespielt. Und was für eine Parade. Was für ein Save von Torben Habe, der hier zum Man of the Match langsam avanciert. Idris Azimi jetzt. Ah, mit links. Echt ungefährlicher Abschluss. Habe da den freistehenden Wolfsburger Spieler da noch entscheidend stören konnte. Bleibt beim 0-0. Macht einen guten Eindruck da. Wie gesagt, der Junge spielt Kreisliga. Das war ein bisschen billig verteidigt. Azimi ist aber da. Abpraller jetzt bei Wolfsburg. Nächster Schussversuch. Ball geht über das Tor. Wieder Ballbesitz für unsere Mühlenkreisauswahl. Das war die Mannschaft von Heinz Zwingmann, Daniel Bünker und Bernd-Uwe Humbrach. 1,5 Minuten. Jungs, da ist was drin. Habe wieder. Guter Versuch. Ballschuss für Wolfsburg. Müssen es natürlich weiter aktiv verteidigen, leidenschaftlich verteidigen. Da die beiden Mindertrainer Humbracht und Zwingmann. So, letzte Spielminute. Auf geht's, Jungs. Die Hand ist schon am Punkt. Greifen Sie jetzt zu oder machen Sie sogar noch mehr draus. Vergolden Sie diesen guten ersten Auftritt. Sind gut reingekommen hier nie in das Turnier. Ballbesitzzahl hat sich etwas verändert. Wolfsburg in der Endphase. Mehr am Ball. Schussversuch an Praller. Und da ist wieder Torben Habe. Ich lege mich fest. Mann des ersten Spiels hier. Auch wenn der Abwurf gerade weit weg ging. Jetzt aber der Ball nochmal für Wolfsburg am Spitzwinkel. Wie das Habe da! Ballbesitz nochmal für die Mühlis. Mit 2 Mann gehen sie vor das Tor. Schussversuch an Praller. Ball geklärt. Kopfball geht an die Hallendecke. Das heißt nochmal Freistoß für Wolfsburg. Wir haben noch 5 Sekunden, die Uhr unten ist schon abgelaufen. Ich sag's Ihnen, 5 Sekunden auf der Uhr, weil die Uhr in der letzten Spielminute natürlich immer angehalten wird. Uhr läuft jetzt wieder mit für Sie. Partie ist vorbei, die Mühlis verdienen sich ihren ersten Punkt mit der tollen, couragierten Leistung.
0-0 gegen den VfL Wolfsburg. Applaus in der Halle. Wir gehen ab in die Highlights der Partie. Mühlis präsentiert von Midwest CM Service 0-0.